Fuhrpark und da kann ich dann auf den Benz wechseln. Weil ich habe jetzt keine Lust, 10 Kilometer mit dem Auto hier zu fahren, weil da brauche ich 2 Folgen dafür oder so. Ach, cool. Das sieht hey, nicht so schüchtern. Aus. Komm rein, damit wir ihn aufpolieren können. Ja. Nee, wir nehmen jetzt hier mal das hier. Einsteigen. Und ich würde aber dann vielleicht... Hätte ich auch noch ein Design dafür gleich ausgesucht. Mal gucken, ob wir was finden. Ich lade mir mal einfach mal eins runter. Weil da sind ja coole Sachen dabei, wie man sieht. Ich weiß nicht, ob man hier auch... ich weiß nicht, wo der Zelda herkommt. Ob man hier auch Sachen einfügen kann irgendwie. Und das sieht auch... Also, mache ich ja nicht so auf Tribals, aber das sieht ja fast schon cool aus. Dun 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 dun. Ja, die sind alle nicht so toll. Hat auch was. Ja, aber das ist noch viel einfacher. Aber ich nehme jetzt mal das hier, dieses Weiß, glaube ich, mit dem. Ich nehme es jetzt einfach mal. Naja. Ich lasse es jetzt einfach mal so, scheiß drauf. Muss ich mir erstmal ein bisschen an das Auto gewöhnen, gerade beim Regen. So, Achtung. Hier müssen wir hin. Veranstaltung beitreten. Hey, weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Wenn du jetzt ein neues Auto kaufst, stehen dir neue Veranstaltungen offen. Warum suchst du dir nicht einen neuen Untersatz für die nächste Meisterschaft aus? Auf die Art bekommst du schon mal ein Gefühl dafür, während wir dorthin fahren. Na cool, dann machen wir hier Horizon GT. Das ist mein aktuelles Auto. Da können wir mit dem Benz erstmal fahren. Wenn wir das haben, würde ich gerne mal Offroad machen. Da haben wir ja sogar schon eine Karre dafür. Aber erstmal machen wir hier Horizon GT und dann machen wir Offroad. Würde ich vorschlagen. Wehe, mich disst jetzt hier wehe mal irgendjemand wegen der Lackierung. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen in. Aktuelles Auto bitte. Ich hätte es einfach so lassen sollen, wie es ist. Leute, es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Horizon-Radiosendern dazugekommen. Okay, Leute, alle bereit? Der erste Halt auf dieser Tour ist Montalino. Das ist kein Rennen. Lasst euch Zeit, seht euch ein wenig um. Alle bereit? Ja, so viel umsehen bei dem Scheißwetter, oder was? Hoffentlich wird das irgendwann wieder schön. Alter. Machen wir hier Radiosender wieder aus. Ja, und das hat man auch gerade gehört, ne? Hat der Typ gerade erzählt, man schaltet halt ständig Radiosender frei. Also man fängt irgendwie mit 3 Radiosendern an und hat dann später irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung wie viel, mittlerweile habe ich glaube ich schon 6-7 Stück oder so. Und die sind auch cool. Also einerseits die DJs, gehen auch wirklich auf das Geschehen ein, was hier alles so passiert auf dem Festival. Und es sind auch richtig gute Sprecher. Da sind sehr, sehr bekannte Radiosprecher dabei. Also auch hier diese eine Stimme, die man irgendwie in jedem Radio hört, der immer alles anteasert und so. Und, ja, die Mucke ist halt auch nice, aber wie gesagt, wie wird das Video dann mitgeflickt? Es war gar nicht die schönste Straße für den Benz. Aber jetzt hört es langsam wieder auf zu regnen, okay, dann mach ich mal wieder draußen. Ziemlich geile Karre, fährt sich echt nice. Ah, schon wieder Offroad. Ich werde jetzt erstmal noch ein Rennen so fahren, wie alles eingestellt ist, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber ich glaube, ich werde dann bald mal ein bisschen nach oben gehen noch. So Step by Step mal langsam. Ist das Auto noch nass eigentlich? Es ist noch nass, sieht man noch die Regentropfen. Zumindest auf dem Schwarz da sieht man noch die Regentropfen drauf. Und es wird auch dreckig. Wenn man sieht, ja doch, man sieht es so unten leicht. Abkürzung. Oder ob das hier geht? Ich muss ja nicht so schnell fahren. Route 4 wird neu berechnet. Das ist nett. Muss ich eigentlich gar nicht.
dann immer noch auf der gleichen Straße. Aber wir haben nur 8 Kilometer vor uns, Alter. Aber da sehen wir mal ein bisschen was von der Landschaft, Leute. Guck mal hier, das Auto, vorne das Auto, das ist auch ein bisschen dreckig. Da meint's auch. Das war knapp gewesen. Mal gucken, vielleicht mache ich mir auch die Mühe und unterlege das jetzt einfach ein bisschen mit Musik aus meiner Bibliothek, wo ich die Rechte dran habe, sonst die Lizenzen. Also nicht wundern, falls jetzt doch Musik läuft. Falls jetzt keine Musik läuft, dann habe ich nicht dran gedacht. Das kann auch passieren. Aber mit Mucke ist es halt nochmal geiler so. Weiß ich nicht. Gerade mit dem Radio ist es halt an sich nochmal geiler, weil wegen den DJs. Und so, weil ich es halt auch cool finde, wie sie auf das Geschehen nochmal eingehen und so. Es kommt jetzt ja vor allem auch bald Drive Club für die PS4 raus, ne? Und ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das geiler finden werde als Horizon. Weil ich halt, unabhängig davon, dass es das Fahren an sich und alles und die Grafik und so schon awesome ist, ich das Szenario einfach total feier. Und dieses ganze, weiß ich nicht, brauchst sich das ja mal angucken hier. In der offenen Welt und in der schönen Natur und so. Ich finde das total schön. Ich weiß es nicht. Ich habe Drive Club natürlich noch nicht gespielt und so. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir holen werde. Ich werde mir da erstmal abwarten. Vielleicht irre ich mich ja auch. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie es jetzt noch so viel besser gehen soll. Und das ist ja dann auch ein bisschen Geschmackssache. Aber ich finde halt dieses Szenario insgesamt sehr, sehr viel cooler, als wenn das immer so festgesetzte offizielle Strecken sind und so. Und Rallye will ich ja auch gerne mal fahren, weil ich kann mir vorstellen, dass das hier auch sehr, sehr cool ist. Sehr viel Spaß macht. Scheiße. Der größte Kritikpunkt könnte natürlich auch wieder sein wegen den Schadensmodellen. Dass die halt immer sehr sporadisch nur sind. Aber da können die nicht viel dafür. Das Problem ist, glaube ich, gerade bei den Schadensmodellen und so, dass die Autohersteller das nicht wollen, dass die Autos kaputt gehen in den Spielen. Glaube ich zumindest. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass es so abläuft, dass wenn damit das Auto komplett kaputt geht und auch wirklich, dass es so detailliert ist, wie zum Beispiel bei Grid oder bei Dirt. Bei Dirt war das ja auch immer sehr geil, oder hier Colin McRae Rally. Dass man dann mehr Geld für die Lizenzen bezahlen muss als Publisher, beziehungsweise als derjenige, der das Spiel macht. Und dass das dann einfach zu teuer wird. Das ist aber jetzt nur Mutmaßung von mir. Es kann auch sein, dass das Unsinn ist, was ich erzähle. Lass mich doch gerne korrigieren. Und es macht einfach Spaß, jetzt hier anzufahren, ey, ganz ehrlich. Eieieiei. Okay, bin zwar noch reingefahren. Aber ich konzentriere mich jetzt auch gerade nicht aufs Gutfahren hier. Sorry. Naja, aber mein Auto hat es auch schon einen leichten Rechtsdrall irgendwie. Das ist schon ein bisschen kaputt, aber wir sind ja gleich da. Scheibe hat auch einen kleinen Sprung. Genauso wie ich, habe auch einen kleinen Sprung in der Schüssel. Ah, wir sind da. Alter. Wie sie dem Auto trotzdem noch zu jubeln. Als wäre ich damit schon hunderttausende Kilometer gefahren. So, willkommen in Montalino. Schön. Und danach machen wir Offroad auf jeden Fall mal. Prima, willkommen bei der Super GT Meisterschaft. Hier sind ein paar echt heiße Schlitten dabei. Allein schon die Astons. Da freue ich mich wirklich drauf. Wähle ein Rennen, damit wir loslegen können. Okidoki. Online Autoturm Montalino. Fahrspaßliste. Was haben wir hier? Autotreffen. Ja, da könnt ihr euer Auto zeigen und andere Leute können sich das angucken. Anscheinend könnt ihr darüber dann auch mit denen chatten. Also wie so eine Art Chat-Room, wo man seine Autos zeigen kann. Also wer auf sowas steht, der kann das machen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee, für mich ist das nix. Dann machen wir das hier erstmal. Zum nächsten dran. Das daneben sieht aber auch interessant aus. Du hast bisher eine echt gute Leistung gebracht. Du hast mich sogar so sehr beeindruckt, dass ich einen kleinen Job für dich hätte.
Das PR-Team braucht ein Foto von jedem Auto auf dem Festival. Ich kann dir einen Riesen für jedes einzigartige Auto geben, das du fotografierst. Und du bekommst einen Bonus für, sagen wir, jeweils 35 Autos? Wie klingt das? Fotografiere jetzt dein Auto, um den Anfang zu machen. Boah, das sieht so hässlich aus vorne. Okay, ich fotografiere es ein bisschen so, dass man das die Stoße. Also, weil das sieht eigentlich ganz okay aus, wo das ist jetzt hässlich. Das sah irgendwie vorhin viel cooler aus. Na nee, egal, ich kann es jetzt nicht ändern, Leute. Ah, fokussieren. Also, hey, schönes Foto. Leicht verdientes Geld, oder? Ja. Fahr ich lieber rennen. Bin ich so der Fotograf. Wie wenn ich dich dafür bezahlen soll, muss das Auto auf dem Foto zu sehen sein. Versuch's nochmal. Aber das war da auch eine schöne Aufnahme. Überhaupt nicht überblendet oder so. Na gut, Leute, machen wir weiter. Habt ihr auch mal den Fotomodus gesehen? Jo. Ah ne, hab ich ja schon markiert. Alles klar, geht los jetzt hier. Ey, ich überlege echt, ob ich die Lackierung immer fix austausche. Aber nein, scheiß drauf jetzt. Wir sehen ja den ja eh nur von hinten, das passt jetzt erst, ne? Aber irgendwann muss ich die Lackierung definitiv ändern, weil das ist pottenhässlich. So, jetzt hier was. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ich hab's sogar ein bisschen verpasst, so. Na komm. So, kann losgehen. Warum hab ich mir das bloß ausgesucht? Ach. Na, wenn ich das Auto werde ich das mal noch ein bisschen tunen oder so und in der Klasse anpassen. Oder halt wirklich das Optimum bringen, was die Klasse angeht. Und dann werde ich die Lackierung dann gleich mal wieder ordentlich machen. Vielleicht setze ich dann nach dem Rennen einfach mal einen Cut und mach das schnell. Das nächste Rennen ist ein Scramble-Rennen. Vorsicht bei den Geländeabschnitten. Es kann dort etwas rutschig werden. Also pass auf dein Heck auf, ja? Okay. Los geht's. Los geht's, Leute. Rutschig kann es hier werden, wahrscheinlich werden wir jetzt hier auch Offroad fahren. Aber ein bisschen konnten wir uns ja schon daran gewöhnen. Alter. Okay. Was soll ich dann vielleicht auch mal versuchen, mit Handbremse zu arbeiten oder so? Ich weiß es nicht. Also hier muss ich jetzt vielleicht mal doch mal ein bisschen meine Fresse halten und mich konzentrieren, weil ich würde schon gerne Erster werden. Vielleicht hätte ich mein Auto doch mal noch ein bisschen optimieren sollen. Das habe ich bislang noch gar nicht gemacht, weil ich mir immer das Geld sparen wollte. Okay, komm, die Gegner, die Gegner, die Gegner. Bremsen. Ja, okay, und jetzt Offroad hier. Also. Fuck. Okay, alles okay, alles okay, alles okay. Und mal bitte die Kamera jetzt konstant halten, beamen. Das war ganz gut gewesen hier. So. Welche sind noch 4 davon 12, okay? Aber ich mag die Strecke nicht. Ich mag die Strecke. Ich wollte gerne mal ein bisschen wie an der Küste fahren. Ich wollte euch eigentlich mal die Küste zeigen. Also nur mal das danach, wo ich hinbekomme. Ansonsten fahre ich dann einfach mal so hin. Mir geht das hier ein bisschen wie bei der Crew auch. Der Crew, ne? Wollte ich sagen. Dass ich hier einen totalen Entdeckertrang habe und mir das alles angucken will. So, jetzt kommen jetzt hier. Ah, fuck, das war zu optimistisch. Ah, der geht mir noch irgendwie. Bin ich optimistisch? Ein bisschen Windschatten vielleicht noch mitnehmen. Jetzt. Scheiße, ich konnte nicht mehr vorbeiziehen. Jetzt vielleicht aber. Na komm. Okay, Hammer. Und das klingt auch richtig geil, finde ich, wenn man hier auf dieser Offroad-Schotterpiste da, wenn man da bremst, finde ich. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. So, solide Erste. Das ist erstmal wunderbar. Und so, was denn?
So lange dürfte es auch nicht mehr gehen. Aber die Strecke ist trotzdem nicht sonderlich toll und nicht sonderlich spannend. Ja, keine Ahnung. Sind wir schon schönere Dinger gefahren? So, eine Runde noch, ne? Ja, okay. Alles klar, ich bin jetzt mal schnell zu Ende. Fuck, Handbremse. Also hier, glaube ich schon, sollte man gleich... sollte man gleich mit Handbremse arbeiten. Jetzt wird es ja doch nochmal spannend. So, weiter. So, habe ich mir ganz kurz Handbremse gedrückt. Habe ich auf jeden Fall besser bekommen als vorhin. Wieder gleich Handbremse. Ja, geht so. Ah, ist okay. Aber die kommen trotzdem näher, also weiß ich nicht. So optimal ist es vielleicht dann doch nicht. Jetzt nicht verkacken. Ganz cool bleiben. Hier kann ich keine Abkürzung fahren, dann muss ich durch den Kontrollpunkt. Also immer geht's nicht. Und hier kann man auch keine fahren, dann muss man auch durch die Kurve. Alter! Aufpassen, dass sie nicht vorbeiziehen oder irgendwie. Das sieht gut aus. Okay, Hans. Ausgezeichnetes Rennen. Wieder ein großer Sieg. Schön. Aber guckt mal hier, beste Runde, wann bin ich denn die gefahren? 3 Sekunden einfach mal vor der zweitbesten Runde. Fortsetzen. So, wisst ihr was, Leute? Bevor ich das nächste Rennen fahre, würde ich mal ganz schnell die Lackierung ändern und das Auto optimieren. Gucken wir uns das gleich nochmal mit dem Tuning an. Und die Reifen, die Felgen werde ich auch nochmal austauschen. Gucken wir mal, was da noch so geht an optischen Änderungen. Das interessiert euch vielleicht auch. Habe ich mir nämlich auch noch nicht alles angeguckt. Oh, wir können wieder Wheelspin machen. Juhu. Ah, schön.